Malcolm the Jester is broken free. He now controls the Kyra Gem, source of all the magic in Kyrandia. Once a favorite of the court, he killed the king and seized the gem. Imprisoned by the royal mystics, Malcolm was held for 18 years. But now the mystic spell has slipped, and vengeful Malcolm enjoys free reign. Malcolm, der böse Hofnarr, ist ausgebrochen. Er kontrolliert jetzt die Quelle der gesamten Magie des Landes. You dare trip me? But no. Something special for you, a humorous hex. But I shall give fair warning, don't jump on that tree. Ooh! Tis funnier that way, is it not? Dear Bryn, Malcolm has broken free. Soon, he will come for me. Please help Brandon. Greetings, Kallik, powerful leader of the Royal Mystics. Did I frighten you? Malcolm, I heard yesterday of your escape, and have expected you before now. Why would I rush? I rule this land. Your puny curse restrains me not. So, slay me now. I have little magic left. I mean to harm you, have no doubt. Now you are stone, yet I leave your eyes. I shed no tears for Kyrandia, but cannot deny you yours. I always love doing that. Grandfather, what happened to you? Ja, und mit genau dieser Frage begrüße ich euch hier bei diesem wunderschönen Spiel, das mir vor einigen Tagen in den Kommentaren vorgeschlagen wurde. Es ist eine Reihe, The Legend of Kyrandia. Wir sind hier im ersten Teil und ich bin begeistert. Vielen lieben Dank dafür, dass ihr mir das Spiel empfohlen habt. Ich habe es mir angeguckt und habe mich sofort unsterblich verliebt. Ich bin übrigens der NRW bei 18 und ich freue mich, dass ihr hier jetzt mit dabei seid beim Auftakt dieser wunderschönen Reihe. Es gibt nämlich drei Teile insgesamt. Wie gesagt, hier jetzt mit dem ersten beginnen wir. Und wir sind Bryn, das ist dieser stolze Knecht hier. Und das hier rechts ist unser Onkel. Ja, genau. Und der wurde jetzt von dem bösen Hofnarr Malcolm zu Stein verwandelt. Ja, Kyrandia ist in großer Gefahr. Malcolm, der böse Hofnarr, hat es geschafft, sich nach 18 Jahren der Gefangenschaft zu befreien und das Kyragem, die Quelle der gesamten Magie des Landes, unter seine Kontrolle zu bringen. Er verwandelt Kallak, also ihn jetzt hier, den Anführer der königlichen Mystiker, zu Stein und hat nur noch ein Ziel, nämlich die Zerstörung Kyrandias. Dies kann Brandon, also das sind wir jetzt hier, Brandons Haus. Doch, das ist Brandons Haus, genau. Der Enkelsohn Kallaks nicht zulassen. Mit Unterstützung der königlichen Mystiker macht er sich auf den Weg, um Malcolm zu besiegen und Kyrandia zu retten. Und genau das machen wir jetzt. Es ist für mich
Wer sollte auch anderer Meinung sein? Ein Blind Run und ich freue mich sehr hier auf diese Spielereihe. Ich habe schon ein bisschen reingeguckt und habe die Soundeinstellungen hier schon mal vorgenommen, dass jetzt hier alles problemlos losgehen kann. Es ist das Spiel schon von der CD-ROM, das heißt die weiterentwickelte Form. Das Spiel hat natürlich angefangen auf MS-DOS, wo natürlich noch keine Sprachausgabe war, aber ich habe mir jetzt hier mal was gegönnt, habe die Sprachausgabe mitgenommen, also sprich die CD-Version, und deswegen werde ich hier auch nichts vorlesen, nämlich die Charaktere sprechen, zwar nur auf Englisch, aber dann mit den deutschen Untertiteln ist es dann, denke ich mal, gut zu lesen. Ja, wir sind jetzt hier bei ihm im Haus. Grandfather, can you hear me? Genau. Aber auch hier jetzt mit den Augen, da können wir leider nichts machen. Ja, schauen wir uns mal um. Ein Bällchen, sehr auffällig. Granat aufnehmen und das Inventar, was wir jetzt hier haben. 2, 4, 6, 8, 10 Felder. Mehr gibt es hier nicht. Das ist auch, was ich mit Erschrecken festgestellt habe. Das heißt, wir müssen uns hier sehr gut überlegen, welche Sachen wir mitnehmen, welche wir liegen lassen und welche wir vielleicht tatsächlich irgendwann wieder in die Tonne schmeißen. Denn wenn wir jetzt hier weiterspielen und irgendwann dann zu einer Stelle kommen, wo wir einen gewissen Gegenstand brauchen, ihn aber haben liegen lassen, ist die Gefahr, dass wir in einer Sackgasse landen. Entweder können wir es mit langen Fußwegen dann noch irgendwie retten, oder wir sind wirklich in einer Sackgasse. Ein Dead End sozusagen. Auch kann man hier sterben und sehr viele Labyrinthe soll es geben. Also ich bin mehr als gespannt. So. A note. Eine Notiz, die kann man nehmen. So, was haben wir da noch? Da haben wir nichts. The Mystic Book Club. Genau. Nice covers, but lousy reading. Anything in here? Grandfather oh. Saw. Okay. Azeka. Anything in? Okay, da ist nix. Was haben wir da? Steinchen? Rocks. Okay. So, why do I keep touching this? How can these help? Warum fasse ich das permanent an? Bryn, come quick. Okay. An apple. Oh. I thought my sandals were in here. Aber? Anything else in here? Should I lay grandfather on the bed? Tja. I don't think there's any way to move him. Okay. Naja, okay. Na schön. Ja, sonst gibt's hier, glaube ich, nichts. Da kann ich nicht weiter. Aber? Hä? Was ist los? Brandon? Oh. Hä? What? Who said that? Are you Brandon? Grandson of Kallik? I am? Das ist ja geil. What are you? We are of the other kingdom. We speak for the land. Why would the land speak to me? We are dying, Brandon. Magic spells of an evil intent have upset the balance of nature. Can't you use your magic to fight this evil? Evil exists only in the kingdom of man. The land has no evil, and thus no defense against it. But why is this happening now? The magic Kyrogen, symbol of the trust between our kingdoms, has been corrupted. Now, it can no longer protect us. You, Brandon, must oppose on our behalf. What? Why me? You have been chosen, grandson of Kallik. Your destiny was forged before your birth. But I wouldn't know where to start. Let your faith guide you, Brandon. Prepare for your journey. Na super. Wait! What about... What happened to my grandfather? Tja. Ich finde die Untertitel doch tatsächlich ein wenig Spielsteuerung, das Schritttempo, Stimmen und ja, super. Ich kann sie leider nicht irgendwie langsamer einstellen. Also die Untertitel sind leider so und bleiben so. Es tut mir leid. Grandfather, can you hear me? Achso, Moment, ich muss mir meine Notiz noch angucken. Moment, wie mache ich das? Hm? Ah. Blank, except it has Bryn's name on it. I'd better go to the temple. Bryn will know what to do. Okay.
Okay. Ist das mal schön, Freunde? Ist das mal schön? Oh. My old sandbox makes a great planter. Hier geht mir das Herz auf. Ganz I'll leave this ehrlich. On. Was ist denn das? I don't suppose the moths will annoy him now. Okay, hier muss ich jetzt die Untertitel wegklicken. At least I won't have to wash the windows today. Oder? Ja, tatsächlich. Hier muss ich jetzt die Ach nee, doch. Sie gehen nach etwas Zeit gehen sie dann selber weg. Okay, wie komme ich jetzt hier wieder? Ah! Ist ja richtig cool, der Baum lebt. Oh, herrlich. Was ist das für ein grünes Teil da? Oh, wie schön. Oh, da geht mir das Herz auf. Und die schöne Musik. Hoppla. What happened? This willow looks half dead. Allerdings. Even the trunk is rotten. What's this? A big dent? What's this? Eieiei, ob hier mal jemand Böses gewütet hat. Das ist doch kein verfaulener Baum. Das ist ein Stein. Hä? What's this? Was zeigt das Spiel mir hier an? Eine südliche Klippe. Ah, das ist also immer nur... wo ich mich gerade befinde. Kann das sein? That surf looks rough today. Wobei, da kann ich jetzt weiter... Ich habe hier keine Hotspots. Das ist auch gerade ein wenig... Also ich muss hier erst mich... Wow! Ich glaube, ich habe den Tempel gefunden. Alles für mich natürlich ein bisschen neu. Muss mich hier erst ein bisschen reinarbeiten. Deswegen habt ein bisschen Verständnis. That must be Bryn's mother. That must be Bryn. This window looks great at night when the temple candles are lit. Das glaube ich. Oh, aua, aua. Greetings, Brandon. Servus. The ancient Chiropot. The Chirandian Royal Chalice. Dance of the Mystics. I'll bet this incense burner is why Bryn always smells so good. Also hier steht einfach nur, wo ich mich gerade befinde. This floor sure is slippery. Ja. Bryn, Grandfather is hurt. What happened, Brandon? He's been turned to stone. I found a note on his bench. It's marked with your name, but the rest is blank. May I see it? Klar, hier. This is an enchanted message. I will remove the spell. Oha. Brandon, you should read this. Dear Bryn, Malcolm has broken free. Soon, he will come for me. Please help Brandon. Direct him toward the amulet. Use the lavender rose to key the spells. Darm and Xanthia should be able to help. Be careful. He'll try to get all of us, Kallik. Ach du liebe Zeit. Lavendelrose helfen, den Zauber zu lösen. Bitte Darm und Xanthia. Amulet? Lavender rose? What does this mean? If Malcolm has escaped, he'll use his spiteful magic to destroy Chirandia. Can't your magic stop him? It will take all that we can gather to match Malcolm. What about Grandfather? I am sorry, Brandon. Noble Kallik can only be saved by defeating Malcolm. What can we do? We are not helpless. Find a lavender rose for me. And I shall create an enchantment to help you. What about... Hurry, Brandon. Each passing minute dilutes our strength. Na super. Okay, ich muss eine Lavendelrose finden. Was ist eine Lavendelrose? So was habe ich noch nie gesehen. Eieiei. She wants me to get flowers? Grandfather is a rock. He needs help, not sympathy. Eieiei, das heißt, ich muss den ganzen Hokuspokus jetzt wieder zurückladen. Ja, tatsächlich. Nein, das... Oh.
Hier. Nein! Oh, er kann auch laufen. Okay, aber wohl nicht immer. Hä? I wonder if that Malcolm made this tree sick. Tja. Der böse Malcolm. Malcolm mittendrin. Irgendwie. Wie habe ich denn gerade hingekriegt, dass er lief? Ah ja, okay, jetzt bin ich wieder. Oh, die Musik hier ist so schön. Herrlich. Ich hoffe, euch gefällt das hier. Also mir gefällt so sehr. Das kann ich euch gar nicht. Why do I have to do everything? Gar nicht erzählen, so schön finde ich das hier. Der Baum sieht aber auch irgendwie krank aus. I wish I had a horse to ride. Warum versteckt er sich hinter dem Baum? Oh, ist das schön. I bet I can catch a teardrop. Träne? Got one. Hä? Der Teich der Trauer. Träne abgelegt. Okay. Ja, ich habe eine Träne der Trauer. Ja. Wer möchte sowas schon nicht haben? Okay, wie komme ich... I can't believe they let this happen. Ja, wo geht's denn jetzt hier weiter? Da. Eieiei. Dunkler Wald. Oh, ein Blatt kommt runter. Mit gelbem Rand. Ja? Something strange is happening here. Okay, es war doch kein Blatt. Was ist denn das jetzt? Peridot aufgenommen? Was ist das? Kann ich das mit einem... Nein, kann ich nicht. Okay, es ist wirklich sehr merkwürdig. Moment, wo kann ich jetzt hier lang? Nach oben, okay. Da, was ist denn das? Saphir! Herrgott! Wer lässt denn hier sowas liegen? Oh Gott, links oder rechts? Jetzt weiß ich, was die Beschreibung eben mit endlosen Labyrinthen meinte. Okay, hier ist doch gar nichts. Hm. Komisch. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Also jetzt nach rechts. Nach oben geht nicht, nein. Oha! Wo bin ich denn jetzt? Ein Waldaltar. This altar used to glow with magic. Is it missing a piece? Is it missing? Ja. Ow. Oh. I hope this is what Bryn wants. Rose abgelegt. Was? Ist das jetzt wirklich das, was ich brauche? Is it broken? I already picked the rose that used to be there. This altar. Is it broken? Okay, kann ich vielleicht irgendwas, was ich da... Oh. Was ist das denn? Das ist ja süß. Hm. Und? Ja. Hol den Apfel. Nein. Irgendwie ist das komisch hier. Ich nehme mal lieber alles mit. Geht's hier? Okay, geht's weiter? Ich habe eine Rose, aber es ist eine hohe Klippe. Ist die Frage, ob es jetzt die richtige ist? Wo geht's jetzt hier lang? Och, Spiel, jetzt nicht schon wieder eine Sackgasse. Was soll das denn? What a view! Ja, allerdings. Mano. Sagst du was zu den Steinen? Nein, sagt er nicht. Okay. Ja, dann. Gucken wir mal, ob es die Rose ist. Die, hä? Nach unten? Moment, ist das jetzt ein anderer Weg? Ja, es ist ein anderer Weg. Oh, Leute. Wie groß ist das Areal hier?
Ein höhlenartiger Eingang habe ich gefunden. Okay, sagt dann irgendwo sowas. Ah. Ich bin es normalerweise gewöhnt, dass wenn man hier so über den Bildschirm fährt und man hat irgendwas, womit man interagieren kann, dass das hier auch irgendwie erscheint. Aber das ist hier nicht der Fall. Also muss man sich echt dran gewöhnen. It wasn't my fault. Ja, meine auch nicht. The bridge looks ruined, Herman. Herman Toothrot. Huh? Aren't you going to fix it? Sure, but I don't know how. I meant to replace the bad planks, but you know how time flies by. I hope nobody important tried to cross. I could lose my job. Can't you just get some new planks and rope? I can get new rope. I just need to cut new planks. But I don't have anything to cut them with. I'll see what I can do. That's a pretty old saw. It's the only musical instrument Grandfather knows how to play. Musikinstrument. Yeah. Well, I guess I'll try to cut some new planks. Ja. Thanks, Herman. Sehr schön. Macht das für uns. I hope he doesn't cut his leg off. Was? funktioniert das jetzt mit der Raus-Rein-Taktik? Nee. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, wir sind am Ende des ersten Teiles angekommen. Ich hoffe, euch gefällt es. Mir gefällt es bisher sehr schön, auch wenn man sich an das eine oder andere tatsächlich gewöhnen muss. Aber ich freue mich sehr auf diese Spielereihe. Und ich freue mich auch, wenn ihr dann bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid, hier im Wald. Macht es gut, bis dann, schönen Abend euch noch. NRW Boy 18, adieu.